Leute, es ist soweit. Endlich das Unboxing meiner Halloween Michael Myers Maske. Vor einem Jahr habe ich euch versprochen, dass wir es machen. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich habe natürlich auch viel recherchiert, habe natürlich geschaut, wo bekommst du überhaupt die beste Maske. Leute, es gibt so viel Mist, was ich gesehen habe. Ich habe so viele Masken bestellt, will ich euch gar nicht zeigen. Die sehen weder aus wie Michael Myers, sehen höchstens aus wie Kermit der Frosch. Aber jetzt habe ich die richtige Maske da und die will ich euch zeigen. Ich hoffe, dass sie auch so aussieht, wie ich sie bestellt habe von Trick or Treat und bin gespannt bei Maskworld. Selbstverständlich, wenn sie mir gefallen sollte und euch auch gefällt, mache ich euch den Link natürlich dabei, dass ihr euch diese Maske bestellen könnt. 2018 Halloween habe ich gesehen und seitdem bin ich Fan von der Michael Myers Reihe. Ich habe mir alle Streamingdienste durchgeschaut. Ich habe überall geschaut, wo kann ich Michael Myers schauen. Und seitdem bin ich großer Fan. Und ich hoffe, wir haben jetzt die richtige Maske. Und lasst uns zusammen schauen und gucken und beurteilt selbst, wie sie aussehen wird. Bin gespannt. Also, großes Trommelschlagen. Da. So. Ja, solltet ihr natürlich vorsichtig machen. Nicht, dass die Maske hinterher schon kaputt ist, bevor wir es überhaupt anprobiert haben. Da seht ihr, habt mich schon geschnitten. Nicht, dass euch das auch passiert. Nein, ist Kunstblut. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe so viel Mist bestellt und so viel Mist gesehen. Aber wie gesagt, da kann ich kein Video drüber machen. Kann ich euch nicht zeigen. Aber jetzt gucken wir mal. Ach, weg damit. Die Spannung steigt. Ja. Leute, die ist geil. Die ist richtig geil. Guckt mal hier. Guckt mal. Schaut mal. Die ist richtig geil. Auch hier mit den Haaren. Ach, wunderbar. Perfekt. Hier, Trick or Treat habe ich die bestellt bei Maskworld. Und da könnt ihr die auch bestellen. Wahnsinn. Schaut mal, lasst sie auf euch wirken. Also ich finde, die ist richtig gut gemacht. Die Haare sind top gemacht. Alles wunderbar. Und bin mal gespannt, was sagt ihr dazu? Schreibt das mal in die Kommentare unten rein. Also ich finde, perfekt. Natürlich werde ich sie auch mal aufsetzen. Zeige ich euch dann gleich. Und ja, ich freue mich. So. Seid gespannt, genauso wie ich. Jetzt setze ich sie mir auf.